Mensch, das dauert immer. Warum bist du denn so nervös? Hast du Angst? Angst? Du Spinner. Zwei Koffer, dann haben wir's. Du brauchst doch nicht jedes Mal gucken kommen, ob ich Angst habe. Ja, jeder hat mal so klein angefangen. So klein wie was? Na, wie du. Und da kommt sein erstes Abenteuer. Und da geht alles viel besser. Was für ein Abenteuer? Na, der erste Überfall, Mensch. Da bist du getauft, verstehst du? Wir haben ihm doch gesagt, dass sich bei dem Brinkmann heute krank gemeldet hat. Und außerdem sind die Blumen geklaut. Ganz ruhig bleiben, Kumpel. Das ist ein Überfall. Lass den Koffer fallen. Nimm die Hände hoch! Scheiße! Hinlegen! Alles stehen bleiben, ich schieße! Maske runter!
Ja, was soll ich machen? Ich hab doch gesagt, es wird nicht geschossen. Lass ihn los! Oder wollt ihr, dass wir einen Unfall bauen, ihr Idioten? Meinst du, ich lass mich umlegen von so einem Arsch? Wenn einer von uns gute Nerven hat, dann Schorsch. Ich arbeite nicht mehr mit euch. Es wird geteilt und dann ist Schluss. Das kannst du halten wie ein Dachdecker. Bode. Was schätzt du? Unter oder über? Was unter oder über? Ach. Und was meinst du? Lass ihn. Der kriegt seinen Anteil und dann soll er sich verpissen. So, jetzt spielen wir noch, ihr Kinderlein kommt und dann machen wir auf.
Was war das mit unter oder über? Über eine Million oder unter? Na, über, über, über! Wir unterbrechen unsere Sendung für eine wichtige Durchsage. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Vor einer Stunde wurde auf einem Großmarkt im Münchner Osten ein bewaffneter Raubüberfall verübt. Der Fahrer eines Geldtransportunternehmens wurde dabei getötet. Die maskierten Täter flüchteten in einem grünen Kombi. Es handelt sich um drei Männer zwischen 25 und 30 Jahren. Die Personenbeschreibung. Einer der Täter... Deine Chefs wollen ihn sprechen. Nein, jetzt noch nicht. Sag mal, soll ich auch so kalt, Mensch? Ja, es geht. Kann der Tourt jetzt in die Rechtsmedizin? Ja, jetzt, ja. Er heißt Fred Schaller, ist 24 Jahre alt. Jemand von der Firma ist unterwegs, um seine Mutter zu benachrichtigen. Ja, ja. Bitte? Ja, ich habe verstanden. Ist jemand unterwegs, um die Mutter zu benachrichtigen? Der jemand möchte ich nicht sein, du. Also? Was also? Ach, wollen Sie von mir hören, wer das war, oder was? Aber nein. Für jedes Mal nach so einem Überfall bin ich noch ein Stück deprimierter. Ich glaube, ich kann nie verstehen, warum Menschen mit Menschen so umgehen. Ist dir nicht kalt? Es geht. Komm, lass uns mal ein Stückchen auf und ab gehen. Also, wir wollen uns mal nichts vormachen. Wenn wir ehrlich sind, keiner der Zeugen hat doch von irgendeinem Täter das Gesicht gesehen, ja? Oder nein? Ja. Also, nach was fahren wir jetzt? Nach Kleidungsstücken, mehr ist noch nicht drin. Vielleicht kommt ja die Spurensicherung noch auf was. Oder andere Zeugen. Ja, ja. Kannst du mir sagen, warum der arme Kerl unbedingt den Helden spielen wollte? Das ist doch zum Verrücktwerden.
wüsste nicht, was ich Ihnen noch erzählen soll. Nein, ich will was anderes von Ihnen. Ich habe nichts vergessen, glaube ich. Ja, das ist schon in Ordnung. Aber ich möchte, dass Sie mit mir noch einmal den Weg gehen, den Sie vorhin gegangen sind, mit dem Geld. Jetzt wollen Sie was fragen. Na, fragen Sie schon. Was versprechen Sie sich davon? Das weiß ich nicht. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Haben Sie den Gang so gemacht? Den Weg eben, oder was? Ja, den Weg eben. Den gibt es schon ewig. Den gehen meine Kollegen auch. Wenn wir alleine sind, dann gehen wir mit jedem Behälter einzeln. So, jetzt gehen Sie bitte nochmal da rein, kommen Sie wieder raus, dann gehen wir denselben Weg nochmal zurück. Vergessen. Beim letzten Koffer habe ich die Blumen hier reingesteckt. Was für Blumen? Ja, hat einer das nicht gesagt? Nein. Er hat Blumen rausgenommen und hat sie reingebracht und hat gesagt, für Fräulein Brinkmann, habe ich gesagt, die hat sich krank gemeldet heute und dann habe ich die Blumen wieder zurückgesteckt. Dankeschön. Bitte, bitte. Warum haben Sie mir das nicht gesagt mit den Blumen? Tja, es war mir nicht wichtig genug. Woher kennen Sie Fräulein Brinkmann? Ich kenne sie nur von hier. Wie war Ihr Verhältnis zu Fred Schaller? Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Ja, ich möchte es nochmal hören. Ich habe ihn eigentlich nicht gekannt. Wir sind erst 4 oder 5 Mal zusammen gefahren. Er ist erst 6 Wochen bei uns in der Firma. Brauchen Sie mich noch? Ja, ich möchte mal die Täter von Ihnen beschrieben haben, aber später. Und wo soll ich warten? Ihre Chefs wollen mit Ihnen sprechen, da drüben. Der Meier 2 soll sich mal um Fräulein Brinkmann kümmern. Die arbeitet hier in der Hauptkasse, aber die hat sich heute krank gemeldet. Und was ist mit ihm?
Bitte hören Sie doch auf, mich zu fotografieren. Was soll denn das? Haben Sie uns nichts zu sagen, Herr Köster? Nein, ich habe Ihnen nichts zu sagen. Darf ich das Foto von vorher veröffentlichen, da wo in der Schuss trifft? Nein, bitte, das möchte ich gerade nicht. Sie haben doch schon genug Fotos gemacht, also bitte gehen Sie jetzt. Na, was ist? Nichts. Was nicht? Nichts. Von da oben ist geschossen worden, so wie es aussieht. Ja, von da oben, aber wer hat geschossen? Na, der, die oder das, niemand hat was gesehen. Eine Hülse haben wir auch nicht gefunden. Suchen Sie noch was? Das Projektil. Das Krankenhaus hat angerufen. Es ist ein Durchschuss an der Hüfte bei Wallusch. Fleischwunde. Wollen Sie jetzt nicht mehr mit mir reden? Aber ja doch. Was hast du denn heute? Ich hab schlechte Laune. Was fangen wir jetzt damit an? Wallusch hat was mit dem Überfall zu tun, oder? Ja, ich glaube schon. Aber da ist noch was, eine Riesenaggression. Sonst hätten die doch nicht versucht, ihn vor unseren Augen umzulegen. Einer weniger zum Teilen? Das glaube ich nicht. Dann hätten sie ihn während dem Überfall erschossen. Aber die sind zurückgekommen und haben geschossen. Auf ihn. Muss doch einen Grund haben. Das Krankenhaus hat nochmal angerufen. Wallusch ist eben wach geworden. Der Arzt sagt, die Verletzung sei nicht so schlimm. Sie könnten jetzt zu ihm. Na also, Kämmer. Herr Köster. Ja? Darf ich Sie was Privates fragen? Ja, du brauchst doch gar nicht so fragen, wenn du fragen willst, Kerl. Ja, ich habe da nämlich ein Problem. Sag mal, habt ihr dem Wallusch eigentlich eine Wache vor die Tür gestellt? Du, ich habe dich was gefragt. Sie lassen einen nie ausreden. Entschuldige, das ist eine blöde Angewohnheit von mir. Sagst du mir wenigstens mal die Zimmernummer? 118. Ach, da. Na, war was los? Nein, keine besonderen Vorkommnisse. Um Gottes Willen, wo haben Sie denn das her? Doch nicht von der Polizeischule, ja? Du, Gerd, ich geh erst mal allein rein, ja? Jetzt sag du was, Gerd. Ich hatte nur den Auftrag, ihn zu schützen. Was haben Sie denn jetzt vor? Ich gehe nach Hause, mir langt's. Außerdem ist Feierabend. Bavaria 10-12 an Bavaria 10-13, bitte kommen. Bavaria 10-13 an Bavaria 10-12, kommen. Herr Köster? Ja? Na, also kürzer geht's nicht mehr. Nein. Die Fahndung nach Wallusch läuft, wenn Sie das meinen. Das ist gut. Was macht der Rundfunk? Die Meldung läuft. Versprechen Sie sich irgendwas Besonderes davon? Was Besonderes? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wo sind Sie denn zu erreichen? Ich habe gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Ende.
Stehen bleiben! Drehen Sie sich um. Was machen Sie denn hier? Die Tür war offen. Das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Ach so, ja. Kripo. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Ich habe mir Angst, dass Vaterlandsliebe seit dem Überfall heute. Wem sagen Sie das? Wo wollen Sie denn hin? Ich will noch mal zur Hauptkasse. Ich bringe Sie. Nein, nein, ich möchte schon allein gehen. Sagen Sie mir Ihren Namen? Köster. Und wie kommen Sie denn wieder raus? Die Tür ist ja offen. Na gut, dann mache ich schnell meine Runde zu Ende und warte auf Sie. Das ist sehr nett von Ihnen, danke schön. Sie haben mich vielleicht erschreckt. Was machen Sie denn hier? Ich habe meine Brieftasche vergessen. Die brauche ich. Na, dann suchen Sie mal. Tja. Ich weiß die auch nicht. Vielleicht habe ich sie auch draußen verloren. Es wäre besser, Sie finden sie hier. Vielleicht haben Sie den Mantel drin. Den habe ich auch vergessen. Im Radio ist durchgegeben worden, dass der Geldfahrer aus dem Krankenhaus stiften gegangen ist. Hat doch was zu bedeuten, oder? Nee, da ist ja auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da ist sie. Wie sind Sie denn überhaupt hier reingekommen? Ich ja. Hab doch den Schlüssel für den Personaleingang. Warum haben Sie sich wieder abgeschlossen? Hab ich nicht. Nee, haben Sie nicht. Und wieso war ich eher da als Sie? Obwohl ich später gekommen bin. Ach so. Ich musste aufs Klo. Ach so. Wo ist denn hier eigentlich das Klo? So, eins hier. Da ist auch eins. Dankeschön. Thank you.
ist denn los? Mein Gott. Was ist denn bloß los? Ja, das sehen Sie doch. Da war ein Indianer mit einem Blasrohr. Wo ist denn Ihr Telefon? Hier gleich. Fährst du etwas zu langsam, oder? Wandspäne 160 1,6. Erde 2 Meter 1 Hydrokultur, Blähbeton. Herr Köster! Kann ich Sie mal sprechen? Kommen Sie, wir gehen ein Stückchen hier lang. Ja, bitte schön, nach Ihnen, Herr Schatz. 38. Ich mache mir Sorgen um Sie. Ja. Ich warte, Herr Köster. Worauf? Ach so, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das macht nichts, Herr Köster, das macht nichts. Wenn ich schon nachts komme, dann bringe ich auch Zeit mit. 1,7 Tonscherben. 2,78. Hier ist noch eine Hülse. Einen Moment bitte. Tonscherben. Ja, da auch. 2,95, 1,10, Blumentopf. 2,35, 1,11, Glas. 77, Herr Köster, 1,30, ja. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ja, Moment, erstmal wissen was. Tun Sie das nie wieder, so alleine weggehen, ja? Ich bitte Sie wirklich, tun Sie mir den Gefallen. Man ist meistens alleine, Gerd. Und ich bin ein Stück weitergekommen. Ein Riesenstück. Sie mal, die müssen einen Grund haben, warum die mich umlegen wollten. Ja, müssen die wohl haben. Nein, nein, im Ernst. Sieh mal, kein Polizist hat eine Information für sich alleine. Meistens kennt noch eine die Bande, vielleicht sogar mehrere. Also darum kann sich's nicht gehandelt haben. Die wollen verhindern, dass ich was finde. Das ist es. Und das ist ihnen so wichtig, dass sie mich auch töten würden. Obwohl sie wissen, dass ihr sie hinterher jagen würdet. Und was wollen die finden? Das Geld. Das Geld ist hier irgendwo. Ja, Wahnsinn. Kann kein anderer Grund sein. Und weißt du, wer sie beschissen hat? Der Wallusch. Und wer hat geschossen? Einer von den dreien vom Überfall. Oder Wallusch. Ja, dann ist doch alles ganz einfach. Wir holen uns noch ein paar Leute und stellen die Bude so lange auf den Kopf, bis wir das Geld haben. Nein, so geht's nicht. Die wollen das Geld und ich will den, der den Schaller erschossen hat. Irgendwann muss Wallusch hier lang, wenn er ans Geld will. Die beiden Zufahrten haben wir auch im Auge. Und was ist, wenn der Bulle die Kohle findet? Frag ihn doch. Er ist unser Superschütze, unser Ass. Ich komme auch immer früher. Du lernst es nicht mehr. Am Freitag kommen die immer früher als sonst. Ich muss trotzdem hier weg. Warum denn?
Im Präsidium warten zwei alte Leutchen. Und die konnten nicht schlafen? Genau. Woher weißt du? Worum geht's denn? Zwei Leute haben unsere drei Typen gesehen, als sie gerade ihre Autos wechselten. Eine Oma im Park und ein Wächter im Parkhaus. Ja, und? Sie warten in unserem Büro. Das ist gut, da musst du hin. Das ist wichtig. Vielleicht ist das was. Sagt, das wird nicht geschossen, jetzt berät er selber. Und dann auch noch schlecht. Jetzt ist ja auch alles anders. Mensch, wach auf! Was ist? Was ist? Fahr los, Mann, aber fix! Der Müllwagen! Sagen Sie, Herr Borst, diese Behälter, in denen das Geld transportiert wird, die Koffer, gehören die hier zum Haus? Nee, die gehören der Transportfirma. Die sind geliehen von denen. Das war immer schon so bei der Firma. Immer. Wie kommt man an diese Behälter ran? Durch Einbruch. Wie bitte? Einbruch, wissen Sie das nicht? Vor ungefähr 10 Monaten ist in dem Laden, also bei dieser Transportfirma, eingebrochen worden. Und da haben die 5 Revolver rausgeholt und 5 Behälter. Warum weiß ich nichts davon? Weil Sie da in Urlaub waren. Gut, meine Herren, das wär's denn, ja? Wär's das erste Mal. Komm, ja. Ja, dann gehen wir halt. Ja, Sie haben schon wieder nicht abgeschlossen. Was? Wieso denn? Ach so. Na, eigentlich kann ich auch gleich da bleiben. In einer Stunde geht's sowieso los. Möchtest du eigentlich Geld fahren? Nee, wirklich nicht. Moment, was ist mit der Mülltonne los? Wieso? Ich stand vorhin da. Wieso steht die Mülltonne hier draußen? Wieso nicht? Klar steht die da, weil der Müllwagen eben da war. Wann war der da? Na eben. Aber der kommt am Freitag immer so früh. Mensch, heute ist doch nicht Freitag, heute ist doch Samstag. Gerd, jetzt bist du dran, los. Mensch, Freitag. Recht hat er. Und wo hat er recht? Weil am Samstag gar keine Müllwagen fahren, du Trottel. Was ist denn? Eben habe ich was Komisches gehört. Der Müllabfuhr haben sie den Wagen vom Hof geklaut. Ja, das ist gut. Da habe ich euch schon mal drüber gedacht. Was ist denn das da? Sie sollten sich doch um Fräulein Brinkmann kümmern. Ja, da komme ich gerade her.
Sie sollten jetzt aber lieber sitzen. Ah, ich habe ausgeschlafen. Mir kann heute nicht mehr viel passieren. Eine Freundin hat mich in die Wohnung gelassen. Sie selbst, die Frau Brinkmann, ist seit 24 Stunden verschwunden. Machen Sie mal auf. Gut, was? Jetzt müsste ich eigentlich Scheiße sagen, aber ich tue es nicht. Nee, sagen Sie es nicht. Ich war noch nicht fertig. Das ist der Freund von Herrn Brinkmann. Den kennen Sie doch. Wallusch. Das kann doch wirklich nicht so schwierig sein. Nein, eine Ringfahndung. Nein, nein, es ist was ganz Einfaches. Warum, warum? Weil heute am Samstag keine Müllwagen fahren. Nur aufspüren, nichts unternehmen. Gut verstanden. Ich komme. Ende. Sie haben ihn schon, unseren Müllwagen. Er fährt stadtauswärts. Ich habe alle Streifenwagen abgezogen. Jetzt sind nur noch unsere Leute dran. Lass sie so weit wie möglich rausfahren. Ich will keine Schießerei hier in der Stadt, ja? Wollen Sie nicht mitkommen? Nein, du machst das schon prima, Gerd. Ja, und was machen Sie inzwischen? Ich weiß nicht. Ich möchte nur ein bisschen hierbleiben. Noch können wir abhauen. Du glaubst doch im Ernst nicht, dass ich so kurz vor dem Ziel aufgebe. Das sind Profis, die machen uns fertig. 1.200.000. Hör mal, langsam können wir mal was unternehmen. Einsamer wird's nicht. Wäre ich bloß mit rausgekommen. Ich denke, Sie trauen mir das zu. Ja, schon, aber hast du jemanden erkannt? Patrick Fischer. Was? Den auch noch? Du passt bloß auf dich auf, ja? Und weit rausfahren lassen. Und meld dich wieder, ja? Ende. Können Sie das zufällig wechseln? Tut mir leid, ich habe noch kein Wechselgeld.
Ja. Herr Borst, können Sie mir 100 Mark wechseln? Ich wollte einen Kaffee haben, aber die haben kein Wechselgeld. Ja, schauen wir mal. Ach, das wäre nett. Jo. Ja, ich glaube, das geht. 20, 40, 60, 70, 90. Das brauchen wir. Das ist ein Kleingeld. Ja, geht das schon. 90, 95, 97, 98, 99. 100 Mal. Danke. Ich kann nicht mehr. Marianne, ich kann nicht mehr! Überhol ihn, wenn die bremsen, müssen wir schon draußen sein. Was ist mit dem Müllwagen? Braucht ihr eine extra Einladung oder was? Nochmal Herr Köster, bitte. Ja. Ja, Gerd? Also, wir haben sie. Nein, nein, ohne einen Kratzer, alles gelaufen. Die drei Mann vom Überfall und Wallusch. Und seine Freundin, Marianne Brinkmann. Mensch, mir ist ein Stein vom Herzen. Ich lasse sie schon ins Präsidium bringen. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Nein, nein, ich habe hier nur jemand auf Wiedersehen gesagt. Na ja, dann lasse ich eine Doppelwache hier. Oder besser gleich vier. Warum das denn? Na ja, wegen dem Geld im Müllwagen. Ach so, ja, wegen des Geldes im Müllwagen. Ja, wir sehen uns dann ja gleich. Ende. Kommen Sie, Herr Boss, ich helfe Ihnen ein bisschen. Wo wollen Sie denn hin? Da raus muss ich. Ja. Na, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, ja. Sagen wir mal fast. Sagen Sie mal, ich schaue da nicht so durch. Was machen Sie eigentlich bei dieser Firma? Ich meine, was machen Sie wirklich? Ich arbeite beim Eingang, beim Bahneingang. Wenn recht viel los ist, dann helfe ich ein bisschen aus in der Hauptkasse. So bei Geldtransporten und so. Was ist denn das hier? Dreimal in der Woche, da fahre ich die Wäsche weg, verdiene mal ein bisschen was dazu. Ich mache das billiger als die Leihwäschefirmen.
Brieftasche. Die Brieftasche war der Fehler, oder? Nein, der Fehler war, dass Sie von der Brieftasche reden, Herr Boss. Sie hätten bei der Braun bleiben sollen, die Sie gesucht und gefunden haben. Aber wissen Sie, es geht nicht nur um die Brieftasche. Ich habe Ihnen von Anfang an nicht getraut. Also, den Wallusch und die Brinkmann habe ich seit einem Jahr beobachtet. Ich habe gewusst, dass die das Ding drehen wollen. Naja, ich habe da so eine Nase, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe durchaus, was Sie meinen. Na, schauen Sie. Und da habe ich nur das Geld aus den Mülltonnen rausholen müssen und da reintun. Hat Sie denn der Tote nicht gestört? Doch, sehr. Aber das lief dann schon alles, ganz automatisch. Eigentlich haben Sie immer den richtigen Riecher gehabt. Kompliment. Aber ich war immer einen Schritt weiter wie Sie. Bis auf jetzt. Bitte? Bis auf jetzt. Bis auf jetzt. Und jetzt bringen wir mal die Wäsche in unsere Reinigung. Kommen Sie, Herr Post.